Schluss mit schwer und massig. Nun gibt es den Luna 2000, den neuen Heimspeicher von Huawei, modular, kompakt und schlank. Ja, also wir sind heute hier bei Huawei Nürnberg im Showroom. Man sieht die ganze Palette von Anwendungsmöglichkeiten im solaren Bereich, welche Huawei anbietet. Gegenüber von mir steht Herr Dieter Jauch. Er ist Produktmanager bei Huawei. Herr Jauch, Huawei ist ja seit Jahren für seine Innovation bekannt. Wird denn jetzt mit dem neuen Luna 2000 konsequent die Anwendungspalette im solaren Bereich nochmal erweitert? Ja, richtig. Eigentlich produziert Huawei seit 2 Jahren keine normalen klassischen PV-Wechselrichter mehr. Alle unsere Wechselrichter sind Hybrid-Wechselrichter. Das heißt, sie bieten einen Anschluss für unsere Batterie. Unsere einphasigen sowohl als auch unsere dreiphasigen Wechselrichter. Das ist natürlich ein weltweiter Trend, den wir erkannt haben. Zusammen mit unserer Batterie können Sie dann natürlich ein komplettes System aufbauen, weil es auch kompatibel ist. Optional natürlich, dazu können Sie auch unseren Optimierer einsetzen. So bekommen Sie ein komplettes System, alles von einem Hersteller und Sie haben am Ende nur einen Ansprechpartner. Und dieser Optimierer kann ja dann für ganz unterschiedliche Modultypen verwendet werden. Richtig. Wir haben einen Optimierer, das heißt, er geht bis maximal 450 Watt Peak und kann eigentlich aktuell mit allen gängigen Modultypen eingesetzt werden. Der Vorteil bei uns ist definitiv, Sie haben keinen Zwang für den Optimierer. Sie können den Optimierer nur da einsetzen, wo er auch benötigt wird. Sie können das komplette Modulfeld damit ausstatten. Sie können ein String nur damit ausstatten und den anderen klassisch betreiben. Sie haben da verschiedene Möglichkeiten bei uns. Und wie gesagt, alles in Kombination mit den anderen Produkten, auch mit dem Luna 2000 von Huawei. Welche Funktionalitäten bzw. welche Varianten und welche Leistungsstärken bietet denn der Luna 2000? Standardmäßig beginnt unsere Batterie bei 5 Kilowattstunden. Das heißt, ein Batteriemodul mit einem Leistungsteil. Hier im Bild sehen Sie 10 Kilowattstunden. Das ganze System kann nochmal erweitert werden um eine dritte Batterie bis zu 15 Kilowattstunden Kapazität. Wem das noch nicht reicht, der kann eine zweite Batterie einfach daneben bauen. Die wird parallel geschalten im System. Für noch größere Anlagen können Sie 3 Systeme davon kaskadieren und so bekommen Sie in Summe 90 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das heißt, dann ist eigentlich die Grenze zwischen einer, sagen wir, Privatanwendung und dann eben auch einer gewerblichen Anwendung, weil Sie reden ja von Leistungskapazitäten bis zu 90 Kilowatt, ist fließend, kann man sagen. Richtig. Natürlich, irgendwann muss man einen Übergang hinbekommen. Unser System ist so aufgebaut, dass wir auch in Small Commercial Anlagen unser System einsetzen können. Mit 90 Kilowattstunden kann man da auch mal Industriebetrieb auf jeden Fall versorgen. Von dem her, Flexibilität und modularer Aufbau war bei uns wichtig. Das heißt, damit greifen Sie eigentlich jetzt auch einen Trend auf, der ja da ist, sprich mehr Eigenverbrauch. Vielleicht neue Geräte, die man nochmal solar betreiben will. Das heißt, das ist ein gezieltes Angebot jetzt auch auf diese neue Nachfragesituation, die wir ja sehen im Markt. Ja, definitiv, natürlich. Also Energiespeicherung ist extrem wichtig, auch in der Zukunft. Man sieht natürlich vor allem bei uns im Wechselrichterportfolio, dass alle Wechselrichter im Residential-Bereich dafür vorbereitet sind. Und von dem her kann man die flexibel miteinander kombinieren. Mhm. Vielleicht noch mal kurz zurück, auch Stichwort modularer Aufbau, schlankes Design, kompaktes Design, einfache Installierbarkeit. Wie einfach kann denn der Luna 2000 installiert werden und wie schwer sind noch mal diese verschiedenen Elemente, aus denen er aufgebaut ist? Genau. Natürlich wichtig für die Installation ist auch der Transport. Das heißt, das Transportgewicht ist entscheidend. Wie viel Kilogramm muss ich bewegen? Und bei uns ist es so, eine Batterie wiegt 50 Kilogramm. Ein Leistungsteil wiegt 14 Kilogramm. Dadurch ist der Transport recht einfach zu gestalten und natürlich dann auch der Aufbau von dem ganzen System, das heißt die Installation. Somit wiegt ein System 64 Kilogramm in der kleinsten
Ausbaustufe bis hin zu 164 Kilogramm. Also sprich, das ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr praktischer Nutzen, auch für einen Installateur, der dadurch ja eigentlich Zeit und Kosten spart. Sprich, er kann eigentlich auch eine ganze Kaskade von Speichern, gehe ich davon aus, mit zwei Mann aufbauen. Richtig, natürlich bei 50 Kilogramm sollten es auf jeden Fall zwei Mann sein, die den Transport und auch den Aufbau erledigen. Aber das kann man dann ganz schön und einfach bewerkstelligen. Ja gut, auf jeden Fall ein wichtiger USP, wodurch die Installateure nochmal Zeit und Kosten sparen. Sicherlich auch für den Kunden, der das Produkt dann bestellt hat, von Vorteil, weil es schneller am Haus komplett montiert bekommt. Welche weiteren Vorteile bietet denn der Luna 2000? Natürlich ein weiterer Vorteil ist unsere wirklich schlanke Bautiefe. Wir haben hier nur 15 cm und dadurch kann das System an verschiedenen Installationsorten installiert werden. Ein weiterer Vorteil ist auch natürlich die Schutzklasse IP66. Das heißt, unsere Batterie kann auch outdoor, das heißt im Freien installiert werden. Dabei sollte natürlich die Umgebungstemperatur von minus 10 bis maximal 55 Grad beachtet werden. Und ein weiterer Vorteil ist auch, optional dazu bieten wir eine Backup-Box an, das heißt für eine Notstromversorgung auch zu Hause ist gesorgt, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ne? Klar, ich denke auf alle Fälle nochmal Nachfrage, seit wann gibt es denn jetzt diese Notstromfunktion? Ist das was Neues? Richtig, also die Notstromfunktion ist ganz neu. Natürlich, unsere Wechselrichter sind schon vorbereitet dafür, aber diese Notstrombox oder diese Backup-Box ist jetzt die letzten paar Wochen auf den Markt gekommen und von dem her ist es wirklich eines der neuesten Produkte in dem Portfolio. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass eben angesichts von Extremwetterlagen, die wir ja zunehmend sehen, selbst in Mitteleuropa so eine Notstromfunktion sicherlich ein interessantes Feature einfach ist. Kann eigentlich der Luna 2000 auch sehr einfach in Betrieb genommen werden und gibt es dazu eine App? Wir haben eine App für die Inbetriebnahme, für die Anlagenüberwachung und auch für den Service. Diese App ist für den Anlagenbetreiber, aber auch für den Installateur. Damit kann er lokal oder auch aus der Ferne die Anlage überwachen. Eine App für alles. Sie sind ja vorher hier auf die Wechselrichter eingegangen. Das heißt, der Luna kann eigentlich dann eben mit den Huawei-Wechselrichtern natürlich kombiniert werden, plus mit weiteren Produkten von Huawei. Genau richtig. Unsere Luna 2000 Batterie kann mit einphasigen und mit unseren dreiphasigen Wechselrichtern kombiniert werden. Optional natürlich auch mit dem Optimierer und mit der Backup-Box. So bekommt der Kunde dann ein Komplettsystem, alles von einem Hersteller, hat auch die Möglichkeit, das bequem online zu überwachen und so hat er am Ende nur einen Ansprechpartner. Gut, das ist ja, ich denke gerade auch die Anlagenüberwachung ist ja auch ein ganz interessantes Feature, so auch für Privatkunden, jetzt nicht nur für gewerbliche Kunden. Können Sie da vielleicht auf zwei, drei Aspekte nochmal eingehen zur Anlagenüberwachung? Was bringt das konkret? Was ist da möglich? Genau. Also bei uns hat der Kunde zwei Möglichkeiten für die Anlagenüberwachung. Einmal natürlich traditionell über seinen PC, über einen Webbrowser. Und die zweite Variante ist natürlich dann über eine App. So kann bequem die Anlage auch mit der App aus der Ferne überwacht werden. Wir haben schön dargestellte Energieflüsse, das heißt PV-Erzeugung, einen Hausverbrauch. Natürlich auch, was mit unserer Luna 2000 Batterie gerade passiert. Das heißt, wird die Batterie geladen, welchen Ladezustand hat er. Und natürlich, ich kann auch statistische Daten mir anschauen, indem Tageswerte visualisiert werden. Ich sehe, wie unabhängig ich gestern war oder heute auch bin. Und das kann man in beiden Portalen dann auch bequem überwachen und auch visualisieren. Gut, ich denke, das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr nützliche Funktion. Ja, wirklich spannend. Das heißt eben nicht nur klein und schlank, sondern eben auch sehr breit anwendbar und als Komplettlösung. Ich denke, die Installateure können sich wirklich freuen auf dieses Angebot, auch auf das neue Produkt, die Luna 2000. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie jetzt auf die Huawei-Webseite.